Moin Leute und willkommen zu einer neuen Folge von Let's Play OMSI 2, der Omnibus Simulator. Wir stehen hier auf Gutenberg und das in so ein bisschen Schneewetter. Und da ist der James mit dabei. Hallo James. Hallo, Mahlzeit. Hallo. So. Das kann ja was werden. Das kann was werden, aber wir haben die Straßen räumen lassen. Das ist nur hier der Spline, der das nicht mitmacht. Deswegen, das ist alles gut. Das ist übrigens kein Spline, das ist bemaltes Terrain. Oder bemaltes Terrain. Man sieht so viel. Warte. Solltest das Licht einschalten. Ach nee, ist doch ein 457er, dann habe ich mich gerade verhört. Der hat gerade eben so, ich habe kurz einen Aufnahmetest gemacht. Der hat so getreckert, dass ich gedacht habe, dass das ein 906er wäre. So. Machen wir Nebelscheinwerfer? Brauchen wir Nebelscheinwerfer? Och, kannst du ruhig. Also, ab vorne kannst du die grundsätzlich immer anmachen. Hinten brauchen wir nicht, ne? Nur Nebelschlussleuchte nicht. Ja, dann machen wir vorne an. So. Innenraum machen wir mal voll. Ist, wenn die vorne an sind, habe ich mal gesehen, ist, glaube ich, hinten auch an. Muss ich mal gucken. Nee. Du hast ja zwei Modi. Du kannst ja einmal rausziehen für vorne und nochmal für hinten. Ach so. Ich mache das immer mit der Tastatur, beziehungsweise der Taste auf dem Lenkrad. Ja, ja, genau. Ich auch. Ach, guck mal, der fährt ja an mir vorbei. Dann mach das mal. So, wir brauchen Heizung. Zwar ordentlich. Das ist aber jetzt nur beim Fahrer. Das ist Defrost. Das ist Defrost? Das ist Defrost, ja. Der hat, du kannst mal weiter vorne auf den Kippschalter für die Lüftung. Den hier. Ja. Ja. Und am Dashboard links neben dem Lenkrad ist die Klimaautomatik. Nee, weiter oben. Weiter oben. Ach, da muss ich ausblenden hier. Da. Genau. Da, Klimaautomatik. Ja, das klingt nach Heizung. Passt. Der sollte ja dann langsam hochheizen. 2,9 Grad. Ja. Ja, der heizt bis 23 Grad und dann geht die Klima an. Wir haben minus 6 Grad und dann haben wir... Ja, das passt. Okay. Dann lassen wir die Kollegen mal rein, indem wir die Linie 1 schildern. Hier. Ah, wir fahren die Linie 1. Genau. Zum Bürgerpark. Steltenbergen Bürgerpark. Hallo. Genau. Hallo. Und von wir sind nicht mehr zu Rettenheim. Schön gut. Aus. Genau. Genau. Ich hätte gern einen normalen Fahrschein. Du hättest gern einen Fahrschein? Sowas auch noch. Du bezahlst in D-Mark, sonst hätte ich die jetzt, oder? Ist das D-Mark? Nee, das ist Euro. Ne? Ja, also die Kasse ist Euro, aber die Münzen sind D-Mark. Münzen sind D-Mark. Ja. Machst du nichts? Ich denk da selber immer nicht dran. Es gab mal eine Zeit lang, da habe ich das richtig extrem überall gemacht. Guck mal, ich habe einen ganzen Grad verloren, nur weil ich jetzt die Türen ein Minütchen offen hatte da. Das ist normal. Schön. Ich habe noch ein Minütchen Zeit. In etwa 08. Ja. Das passt. Lassen wir ihn noch mal ein bisschen hochheizen. So, und bei mir machen wir noch mal heizen. Bei mir machen wir noch mal ein bisschen. Hey, ich will den haben. Hallo? Da. Hey! Der ist schwierig zu erwischen. Der ist scheiße. Ich will doch nur diesen. Alter. Komm. Ja, da. Da bleibst du. Nee, du musst ein Stück davor das Ding loslassen. Ah, guck an. Trick 17 mit Selbstüberlistung. Trick 17 mit Selbstüberlistung. So. Das wäre soweit alles drin. Bisschen das Gebläse doch noch unterstellen. So, 01, ich würde sagen. Wir fahren dann mal los. Hey, der Jatak fährt ja mit der Maus heute. Ja, heute leider schon. So, ich blink mal trotzdem weiter links, weil ich weiß, dass die Kollegen hier gerne an mir vorbeigefahren kommen. Müller und Co. Genau. Und der Jatak hat sogar einen Skymod, sehe ich gerade im Rückspiegel. Hab ich das? Ja, müsste. Ist so orange da im Rückspiegel. Es kann sein. Er fährt trotzdem an dir vorbei. Arschgeige, lass mich durch. Ich bin Bus, ich hab Vorrang. So. Da ist noch grün, oder weiß besser gesagt. Da fahre ich durch.
Ist das etwas grünere Weiß? Das grünere Weiß. Das ist Blattweiß. So. Blattweiß? So wie an den Bäumen. Was ist das denn jetzt? Halten Sie mal an, lassen Sie mich raus. Ich finde das gerade übrigens hochgradig amüsant. Du wirst wahrscheinlich in irgendeinem der Sommermonate fahren, wo die Bäume noch Laub haben. Ich fahre eigentlich im Dezember. Echt? Ja. Warum haben die Bäume da Laub? Keine Ahnung. Das ist eine gute Frage. Kann ich hier nicht beantworten. Ich müsste nochmal auf den Ibis gucken. Aber ich meine, ich hätte im Dezember eingestellt. Ah, guck mal, der hat nämlich kein Laub mehr. Ja, manche haben. Verstehe ich nicht. Merkwürdig. Ich kann übrigens schon eine 1 zählen. Mir ist schon einer rechts in die Seite gedollert. Gerade bei der Einkreuzung. Schön. Das ist ein LKW. Hm. Ach, guck mal. Das könnte jetzt die Hedwigallee sein hier. Ja, Hedwigstraße, aber die ist in Neustädt. 1, 2, 3. Ach, da fällt mir noch was ein, was ich noch machen musste. Was denn? Die Türpiepen an der zweiten Tür entfernen. Achso, willst du mein Türskript haben? Ja, wenn du mir das überschickst, gerne. Kann ich machen. Du hast halt ja getrennt dann, ne? Zweite und dritte Tür? Steht auch in der Konzfer getrennt drin, falls jemand an der zweiten Tür doch das Piepen haben will. Das ist gut. Ja, also wenn, piepen dann eher an der dritten als an der zweiten. Ja. Also ich hab das halt so eingestellt, dass man das getrennt voneinander. Das ist gut so. Ich meine, Bin ich auch. In Dortmund haben wir es ja immerhin so, dass da ja durchgehend piept. Also zumindest bei den Facelifts noch. Und ja. Bei manchen hat sich das aber schon zerstört, auch irgendwie bei den neueren schon. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass sie das irgendwie an der zweiten Tür auch schon gerne mal ausgebaut haben, weil ich schon oft erlebt habe, dass es dann an der zweiten Tür einfach nicht mehr gepiept hat. Also gar nicht. Sachen gibt's. Aber ich meine, das ist auch nur ein Summer, ne? Das ist halt jedes Mal so ein kleines, dünnes Kabel, was halt belastet wird, weswegen Lautsprecher mirbt. Es kann auch sein, dass das, wenn das so durchgehend piepen muss, gerne mal den Geist aufgibt. Würde ich jetzt auch nicht ausschließen. Kann ich nichts zu sagen. Ich fahre so selten in Dortmund mit dem Bus. Hm. Bin ich eigentlich noch nie. Bin immer nur mit der Bahn gefahren, mit der U42. Der U42? U42 bin ich, glaube ich, noch nicht gefahren. Von Grebel nach Hombruch und wieder zurück. Wobei, Grebel sagt mir was. Vielleicht bin ich schon mal mit der 42 gefahren, das kann gut sein. Ich bin nämlich jetzt hier und da schon öfter in Dortmund Bahn gefahren und ich habe schon so ein paar Linien habe ich doch schon mitgenommen. Mit den alten Bonner Wagen. Ist auch immer noch geil, dass die jetzt in Dortmund sind. Na komm, kommen Sie, danke. Ja, seit 12 Jahren sogar. 12 Jahren schon? Ja. Wie? Das war schon eine ganz schöne Zeit da. Die sind 2004 nach Dortmund gegangen, ursprünglich um Wagenmangel für die WM 2006 auszugleichen. Okay. Ursprünglich, und dann haben sie die nicht wiedergegeben, oder was? Die sind verkauft worden. Stattdessen die Dortmunder haben die Bonner sich dann neue gekauft. Nö. Wir haben jetzt 2003 neue gekriegt gehabt. Ach ja, dann. Die 5000er. 5000er? Ja, K5000 sind das. Die auch in Köln fahren. Nächste Haltestelle. Ja gut, so oft bin ich nicht in dem Bereich, deswegen kann ich jetzt gerade nichts zu sagen. Das sind Bombardier-Fahrzeuge. Bombardier. Und ja, jetzt ist halt zweite Stellung. Ne? Und die Dortmunder haben die Wagen ja auch alle modernisiert. Die haben ja alle die LED-Matrix gekriegt. Elektrotüren mittlerweile. Stimmt, Elektrotüren haben sie bei uns alle. Weil die irgendwie der Meinung waren, die Pneumatiktüren wären zu unzuverlässig. Die funktionieren hier seit. Der älteste Wagen, den wir haben, ist von 74. Also die funktionieren seit ewig, über 40 Jahren. Hallo, guten Tag. Dankeschön. Aber die Pneumatiktüren sind zu unzuverlässig. Ja klar, danke. Ich meine, merkt man ja auch beim Bus, ne? Hallo.
Das Maximalste, was du von den Pneumatiktüren hin und wieder mal hörst, ist so ein Psst. Dann weißt du, okay, irgendwo im Druckluftschlauch ist ein Loch. Mhm. Boah, das hatten wir bei ein paar Facelifts auch schon. Was heißt bei ein paar? Ich glaube, bei zwei habe ich das bis jetzt erlebt. Dann geht die Tür auf, ne? Ist halt offen, zischt permanent weiter und dann geht sie wieder zu. Ja, was hältst du eigentlich von den Felgen beim Facelift? Also in Omsi jetzt. In Omsi jetzt? Du meinst ja. Die hier? Ja. Naja, sind ein bisschen flach, ne? Gut, bin ich nicht der Einzige, der die Dinge hässlich findet. Ist beruhigend. Ja. So, wir fahren mal weiter, bevor wir jetzt die ganze Hitze hier wieder raushauen hier. Haben wir eh schon. Ich wollte gerade sagen, hast du eh schon. Scheiße. Zu sehr mit dem Umschildern und so beschäftigt gewesen. Irgendwo da vorne, ich wollte gerade sagen, da musst du auch irgendwo abbiegen. Sehr geehrte Fahrgäste. Der Mozart spricht. Ja, du musst aber abbiegen. Einen Bus der Linie 1 nach Steltenbergen. Brums. Ich hab jetzt die ganze Zeit auf den Spiegel geguckt. Und nicht mehr. Warum steht der 001? Weil ich die 21 vorgeschildert habe. Weil ich eigentlich nur eine 0 davor haben wollte. Und nicht 2. Also. Ja. Die 21. Okay. Was macht die 21? Die 21 stellt eine 0, also stellt so viele Nullen voran, dass es dreistellig wird. Also. Und dann hast du halt. Ich gehe davon aus, dass du die extra Ibis-Suffixes aktiviert hast. Genau. Mache ich immer, weil damit kannst du halt gut arbeiten, ne? Ja. Musst du nicht damit immer direkt für jeden Scheiß eine Bitmap haben. Damit habe ich auch gelernt, dass man dann vierstellig schildern kann übers Ibis. Mhm. Haben meine Zuschauer mir alles erklärt. Ja, wie schilderst du denn dann vierstellig übers Ibis? Du kannst der Extrazahlen über den Suffix nochmal dranhängen. Ah. Oder vorne halt dranhängen, je nachdem wie das halt haben musst. Okay. Ja, ich fahre mit Tastatur. Wie du alle 26 Buchstaben halt entweder vorne oder hinten dran haben kannst. So. Hallo. Da steht ja wieder nur eine 1. Ja, das habe ich gerade umgestellt. Ich werde das auch nochmal umstellen. Welche Nummern hättest du denn gerne? Also kannst du mir jetzt mal zwei beliebige Zahlen nennen. Die du über den Suffix ändern kannst, willst. Ist einfach, nee, einfach zwei Zahlen von 1 bis 9. Sechs, drei. Gut, pass mal auf, wenn fahren wir jetzt dann die. Na komm. Das dauert immer ein bisschen. V-Matrix. Dann fahren wir jetzt die 463 nach Steltenbergen Bürgerpark. Ja, und wenn du dann irgendwie sowas wie den Suffix. Ich will sofort aussteigen. Ich habe unmöglich Zahlen. Die Zahlen hinten, da stehen sie vorne. Alter, warte, ich mach gerade alles kaputt. Ich komm, das bin ich schon gewöhnt. Ich komme hier gerade mit der Tastatur und der Maussteuerung durcheinander. Ich habe schon 3 Unfälle gebaut da. Oh. So, ich konzentriere mich jetzt mal wieder. Konzentration. Vernünftig.